Jede dritte Person in Österreich ist arbeitslos oder in Kurzarbeit. Eine soziale Katastrophe. Die Zeitungen sind voll von Unsicherheit und Krise. Wer zahlt diese Krise? Wie geht's weiter? Wir haben gesehen, was wirklich wichtig ist. Worauf wir nicht verzichten können. Wir können leben ohne Aktienspekulanten. Aber nicht ohne Gesundheits- und Pflegepersonal. Obwohl die einen 10-mal mehr verdienen als die anderen. Wir haben gesehen, wie schnell sich unser Leben radikal ändert. Wenn unser Dach über uns einzustürzen droht. Und wir haben gesehen, welche Säulen unser Haus wirklich tragen. Der Sozialstaat, ein ausfinanziertes Gesundheitssystem. Die wirklichen Leistungsträger und Leistungsträgerinnen dieser Gesellschaft. Die SPÖ war immer stark, wenn sie mutig war. Wenn sie Unsicherheit mit Entschlossenheit besiegt hat. Wenn sie unser Haus gestärkt hat. Unsere Gesellschaft erneuert hat. Vor 100 Jahren hat die Arbeiterinnenbewegung das 888-Modell erkämpft. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Freizeit. Die Zeit für einen Umbau ist jetzt gekommen. 600.000 Menschen in Österreich sind arbeitslos, während andere hackeln bis zum Umfallen. Verteilen wir unsere Arbeitszeit fair, setzen wir sie ein gegen die Klimakrise. Schaffen wir für alle, die arbeiten können und wollen, einen garantierten, gut bezahlten Arbeitsplatz. Wir fordern ein Recht auf Arbeit. Druck in der Arbeit, Stress, wenn es ums Geld geht. Sorgen um Kranke, Ältere und unsere Kinder kosten uns schlaflose Nächte. Doch die beste Garantie für den sorgenfreien Schlaf ist ein starker Sozialstaat mit Grundsicherung für uns alle. Mit einem starken Gesundheitssystem, das allen hilft, die Hilfe braucht. Mit einem Bildungssystem, das die Kinder wirklich unterstützt. Und einer echten Existenzsicherung, wenn man den Job verliert oder nicht mehr arbeiten kann. Wir fordern den Ausbau unseres Sozialstaates, um 8 Stunden sorgenfrei zu schlafen. Wir leben nicht, um zu arbeiten. Wir arbeiten, um gut zu leben. Wir wollen Zeit für das, was uns wirklich am Herzen liegt. Familie. Freundinnen und Freunde. Kinder und unsere Enkelkinder. Omas und Opas. Für Freizeit und Erholung. Für Bildung und Kultur. Setzen wir um. Was längst schon möglich und an der Zeit ist. Wir fordern eine Arbeitszeitverkürzung. Für 10 Stunden Freizeit am Tag. Die letzten Wochen haben uns gezeigt, was wirklich wichtig ist. Morgen ist der Tag der Arbeitslosen. Lassen wir sie nicht im Stich. Kämpfen wir gemeinsam.